Bastian hörte das Klirren der Schwerter schon von Weitem. Mit diesem actionreichen Satz. Definitiv. Auf jeden Fall. Geht es in die Besprechung in dem Podcast zu einem Buch, was Drogen und ich mal beide gelesen haben. Soll es ja auch geben. Ganz besonders von einer Autorin, die wir beide parallel mit unterschiedlichen Büchern für uns entdeckt haben. Ja, ja. Und beide trotzdem auf der gleichen Ebene Fangirlen. Ja. Und rette dich nicht, das ist Fangirlen. Meine regelmäßig nachgucken, ob ein neues Buch rausgekommen ist, ist Fangirlen. Ja, aber sie ist nun mal genial und hat es verdient. Wie das Buch heißt, wie die Autorin heißt und so weiter, wie immer bei der Faktendroggel zu hören. Ja, Faktendroggel. Es geht um Ursula Poznanski, genauer gesagt um das Buch Säkulum. Säkulum ist, beziehungsweise Ursula Poznanski lebt, glaube ich, in Österreich, schreibt daher auf Deutsch. Dementsprechend ist tatsächlich die Originalausgabe 2011 im Löwe Verlag erschienen. Damals im etwas größeren Format für 15 Euro. Mittlerweile gibt es auch dieses Buch als Taschenbuch für 10 Euro. Ich habe jetzt hier noch die größere Variante. Die hat so knappe 500 Seiten, die man auf jeden Fall an einem Tag durchlesen kann. Ja. Das schafft man. Beziehungsweise, ich wage sogar zu behaupten, es ist schwer, das nicht zu schaffen. Wenn man so an den Seiten klebt. Ja, viel mehr gibt es ja zu den Fakten auch so gar nicht zu sagen. Also, bis auf, dass das mein Buch ist, was ich jedem empfehle. So, oh, lies das, es ist super! Bei Säkulum geht es um Bastian. Bastian ist Chemiestudent, hätte ich bei gesagt. Medizinstudent. Ich wollte gerade sagen, hey. Und was wir eingangs gehört haben mit den klirrenden Schwertern, Bastian bricht jetzt mal so ein bisschen aus seiner Welt aus und freundet sich mit einer Live-Rollenspielgruppe an, also mit einer LARP-Gruppe. Und er wird halt eingeladen über, ich glaube, seine neue Freundin. Ja. Glaube ich, ja, genau. Diese LARP-Gruppe macht immer so einmal im Jahr einen richtigen Camping-Ausflug, in Anführungsstrichen Camping. Genauer gesagt machen sie halt wirklich so ein Live- RPG-Ausflug, das heißt, sie suchen sich irgendwo ein Waldstück, machen das auch richtig mit Orga-Team und allem drum und dran, dass da nicht schieflaufen kann und spielen dann da eine Woche lang 14. Jahrhundert. 14. Jahrhundert bedeutet, mal abgesehen von keine Technik, nichts Modernes, halt auch bis hin zu keine Kartoffeln, die Kleidung, alles so gemacht, was es im 14. Jahrhundert in Europa tatsächlich gab. Also die ziehen das wirklich eiskalt, hundertprozentig durch. Und das Problem ist jetzt aber, dass sie dieses Jahr natürlich, ausgerechnet Bastians erstes Jahr, wo er mit dabei ist, fahren sie in ein Waldstück, das angeblich verflucht ist. Nun sind die meisten natürlich, ja, ist eine nette Gruselgeschichte fürs Lagerfeuer, ist super. Und jetzt haben wir aber ein paar abergläubische Charaktere mit in der Gruppe, die das tatsächlich voll glauben und die haben an sich voll Angst und würden am liebsten wieder zurückfahren. Aber man kneift ja nicht, deswegen, ne, kommen wir trotzdem mit. Und jetzt geht's aber halt tatsächlich los, die kommen da an und recht schnell passieren halt die ersten wirklich, wirklich sehr seltsamen Sachen. Und im Grunde geht es in diesem Buch jetzt halt tatsächlich auch für den Leser darum herauszufinden, ist dieses Waldstück jetzt verflucht oder nicht? Mhm. Denn das ist das wesentlich Geniale an diesem Buch. Ursula Poznanski spielt mit diesem Fluch in einer Art und Weise, in der man als Leser bis zum Schluss, wo es letztlich aufgelöst wird, nicht sagen kann, ob es sich so gesehen um ein Fantasy-Buch handelt mit einem richtigen Fluch oder ob das Ganze komplett realistisch bleibt. Richtig. Das ist das extrem Besondere an diesem Buch, mal davon abgesehen, dass es halt, während diese ganzen Sachen passieren, da natürlich auch sehr viel menschlich passiert, weil die Charaktere natürlich jetzt auch alle eingeschüchtert sind. Die Leute, die vorher abergläubisch waren, die machen jetzt erst recht Panik. Die anderen Leute sind alle total eingeschüchtert, weil scheiße, irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Also da passiert auch sehr viel mit den Charakteren untereinander. Und ja, sie baut halt einfach eine unglaubliche Spannung auf. Das ist toll! Ja, was auch erklärt, dass man das Buch an einem Tag durchbekommt. Ja. Definitiv. Was vielleicht noch ganz interessant zur Grundlage ist, dass sie ja nicht legal in dem Waldstück sind. Das heißt, normalerweise läuft LARP ja so ab, dass du es anmeldest, dass mehrere obere Wachdienste, also Polizei und so weiter, dass sie irgendwie informiert sind, dass da was los ist in dem Wald, Förster und so weiter.
weil das verstärkt einfach nochmal diese krasse Isolation von dieser Gruppe, die ja wirklich isoliert in diesem Waldstück hocken. Das fand ich nochmal zum Punkt Atmosphäre genial. Diese kranke Isolation. Ja, und halt der Punkt, ne, dass sie es einem auch nicht leicht macht. Also ich glaube, ich bin während des Lesens des Buches 20 Mal, das glaube ich nicht übertrieben, hin und her geschwankt zwischen, alles klar, Magie, Fluch, okay, Fantasy, Sekulum, passt ja auch als Titel, okay, es ist einfach nur ein Krimi oder irgendwas, also hat eine logische Erklärung. Bin ich, glaube ich, 20 Mal hin und her gestolpert. Also ich bestimmt auch, wobei ich sagen muss, ich kann jetzt im Nachhinein noch gar nicht mehr sagen, ich glaube, ich wusste auch gar nicht, welche Auflösung mir lieber gewesen wäre, weil beides irgendwie gepasst hätte. Ja, ich glaube, ich bin ja so eine kleine, wenn es geht, dass man aus so einer Situation irgendwie real rauskommt, finde ich das immer die größere Leistung, als dass eben was Fantastisches passiert. Weil es immer so ein Deus Ex Machina Geschmack hat und das ist zwar auch toll und super zu lesen, aber ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ende noch nicht kannte, das Realende präferiert. Ja, ich glaube schon. Wir verraten euch auf eiskalt nicht, wie es ausgeht. Weil wir nämlich so gemein sind wie Ursula Poznanski. Ja, dann zur Bewertung. Charaktere haben wir uns geeinigt gehabt auf? 3 Punkte. 3 Punkte. Weil? Weil wir haben Vor- und Nachteile abgewogen. Negativ bewertet haben wir, dass die Charaktere sich, wenn überhaupt, nur minimal entwickeln. Dass die Charaktere schon sehr stereotyp sind. Aber wir haben halt positiv bewertet, dass sie halt während dieser Hauptstory, also während sie im Wald sind, schon mit durchaus sehr vielen Charakteren jongliert. Und das auch wirklich so tut, dass es halt glaubbar ist, dass es alles einzelne Charaktere sind und jetzt nicht, weiß ich nicht, bei manchen Büchern hat man das ja auch, jetzt passiert irgendwas und das macht jetzt der Charakter im Grunde nur, weil das halt passieren muss. Und das ist da halt nicht, also man hat schon das Gefühl, das geht von den Charakteren aus, was da passiert. Und deswegen sind wir letztlich bei plus minus null, in diesem Fall 3 Punkte gelandet. Dann zur Welt, zum Setting, zum System. Da haben wir uns auf das System geeinigt. Das heißt, dass dieses, was bei Ursula Poznanski sich generell durchzieht, also egal welches Buch man eigentlich liest, ist, dass sie sich mit dem Thema, mit dem sie sich auseinandersetzt, das ist immer ein sehr abgegrenztes Hobby, sehr oft zumindest, also nicht immer, sehr oft, und in diesem Fall eben das Larven. Und das Larven kommt sehr authentisch rüber. Gerade wenn man sich mit dem Bereich ein bisschen auseinandersetzt, sind gerade am Anfang, wird ja auch geklärt, was ist Larven, weil nicht jeder kennt's. Und da dankenswerterweise unser Hauptcharakter auch keine Ahnung hat, was Larven ist, wird ihm das natürlich und damit dem Leser dann auch erklärt. Das ist ja ein ganz beliebter Trick und auch ein gängiger. Und das ist wirklich nachvollziehbar, richtig, korrekt. Das sind irgendwie, also mir sind keine Fehler aufgefallen und auch wie sie es nachher durchführen, wirklich mit diesem strikten Stolz eigentlich. Dieser strikte Stolz eines Larvers, das kommt unglaublich cool rüber. Ja, Punktezahlen habe ich gesagt, ne? Das sind 4 von 5, richtig? Ja. Ja, für die Handlung haben wir pauschal, spontan, gleichzeitig 5 Punkte vergeben. Ich weiß auch nicht, wie wir darauf kamen. Ja, ich weiß auch nicht. Weil wir finden, das Thema ist unglaublich cool gewählt. Die Handlung ist schon relativ typisch. Wenn ich jetzt mal so vergleiche, was da so passiert, sind schon sehr bekannte Handlungsmotive, aber sie sind einfach so umgesetzt, dass es unglaublich genial rüberkommt. Die Handlung baut eine unglaubliche Spannung auf mit so vielen Wendungen gegen Ende, dass man nachher, weiß ich nicht, schon gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich passiert ist. Nee, ganz so schlimm ist nicht, aber auf jeden Fall unglaublich viele Überraschungsmomente halt auch drin sind. Also ja, 5 Punkte. So. Was sagst du denn zum Ende? Zum Ende. Ja, ich glaube, für das Ende würde ich 1 Punkt geben. Ich fand die Auflösung nachher, also ich fand schon schön, wie sie es aufgelöst hat. Ich fand, es war ein akzeptables Ende. Aber ich weiß noch, dass ich am Ende schon so ein bisschen dachte, so, naja, was hat das jetzt Not? Hä? Schon ein bisschen viel Aufwand jetzt dahinter, also rein von was nachher bei rauskommt, was verschiedene Charaktere eigentlich wollen und so weiter, dachte ich mir, glaube ich, nachher so, das hätte man jetzt auch einfacher lösen können. Und das ist der Punktabzug. Ist das Buch denn einzigartig? Definitiv. Okay.
Doch, also mich hat das, ich lese ja auch öfter mal Jugendbücher, das übrigens gilt als Jugendbuch. Und mich hat das damals so von den Socken gehauen, das war der Wahnsinn. Also doch, ja, also diese ganze klassische Geschichte im Grunde so neu aufzuziehen, wie sie es getan hat, mit dem Ende, was wir ja nicht verraten, finde ich schon, ist was definitiv Besonderes. Okay. Und ich habe die Zahl schon mal aufgeschrieben, aber verrat doch nochmal, was du zur Atmosphäre sagst. Boah! 1, 2, 3 Punkte! Unfassbar. Also einfach, sie baut zwischendurch immer wieder so einzelne Dialogszenen auch ein, so zwischen den Kapiteln, die sind dann meist nur so eine halbe Seite lang oder so, wo dann halt irgendwas Schlimmes zum Beispiel wieder passiert ist und dann heißt es, oh mein Gott, da ist so viel Blut, oh nein, ich glaube, er stirbt. Und überhaupt so, also man weiß gar nicht, wer da jetzt spricht, man weiß nicht, wer ist gerade verletzt überhaupt und sowieso, aber es baut einfach, oh, es zieht einen so rein. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und kommen wir zu den Klischees. Klischees. Ich glaube, ich hatte mich mit mir selbst auf 0 Punkte geeinigt. Die Charaktere sind größtenteils Stereotype, das hatte ich ja vorher schon gesagt. Es sind sehr, sehr viele Klischees drin. Ich habe auch schon gesagt, die Handlung an sich, die einzelnen Elemente sind nicht neu, aber irgendwie passt es zusammen. Also ich glaube, ja, wenn jetzt die einzelnen Charaktere weniger klischeehaft gewesen wären, wenn 1, 2 Situationen nicht klischeehaft gewesen wären, dann wäre das Buch zu gut gewesen oder so, ich weiß es nicht. Aber das hat sie mit Absicht gemacht, um Luft nach oben zu lassen. Das vielleicht nicht, aber ich finde, es passt einfach so in diese Story rein. Und ich meine, letztlich reden wir von einem Jugendbuch, wo die Charaktere meistens auf irgendwelchen Stereotypen aufgebaut sind. Und gerade wenn man halt, haben wir vorhin auch schon gesagt, wenn man mit so vielen Charakteren hantiert, in so kurzer Zeit letztlich ja auch, kann man irgendwo auch nicht alle ausarbeiten. Obwohl ich auch sagen muss, das Buch hat Entschuldigungen eigentlich gar nicht nötig. Also nee, eigentlich nicht. Also es passt halt einfach. Es ist jetzt nicht so, dass die... Also... Ich sag mal, einen Punkt würde ich jetzt geben, wenn die Klischees dann gleichzeitig nochmal zum Denken anregen. Wenn die Klischees hinterfragt werden. Mhm. Das ist hier nicht der Fall, sie sind halt einfach nur da, aber sie passen rein. Von daher, solide 0 Punkte. Gut, wo du gerade Denkanstöße sagst. Ich überlege gerade tatsächlich, ob das Buch wirklich Denkanstöße gegeben hat. Also, was tatsächlich passiert, man denkt über das Ende nach und denkt dann das Buch von Anfang bis Ende nochmal durch. Ob das passt. Das auf jeden Fall. Aber weiterführende Denkanstöße bietet es nicht. Also das ist so der einzige Punkt, warum das Buch jetzt nicht mein Buch ist, was ich jedem empfehle. Das ist, glaube ich, tatsächlich so der einzige Punkt, den ich da wirklich als größeren Kritikpunkt, glaube ich, unter Umständen geben würde, obwohl das auch nicht jedes Buch bieten kann, ist eben, dass diese intellektuelle Metaebene irgendwo fehlt. Also dieses, dass dahinter nochmal irgendwie... Ja, ich sag ja, sonst wäre es zu gut gewesen. Ja, richtig. Und auch nicht jedes Buch kann diese Hintergründe bieten. Dementsprechend. Ja, auch nicht jedes Buch will das. Also, wir reden hier schon von einem Buch, was im Grunde nur unterhalten will. Ja. Wirklich. Trotzdem. 0 Punkte bringen mich nicht aus dem Konzept. Dafür, Schreibstil, Sprache, kriegt das Buch von mir auf jeden Fall 3 Punkte. Definitiv. Der Schreibstil ist zwar natürlich am Jugendbuch angepasst, klar, es hat sein Klientel, für das es geschrieben ist, definitiv. Aber man kommt sich, wenn man es als Erwachsener und auch als gebildeter erwachsener Mensch liest, nicht vor, als würde man sich das auf das Niveau eines 12-Jährigen auch vom Bildungsstand herabbegeben. Sondern man kann es ganz bequem auch als Erwachsener lesen, während ich zum Beispiel, wenn ich Harry Potter lese oder so, doch, das ganz, ganz stark immer merke, ja, es ist ein Jugendbuch. Naja, sind die Charaktere da ja auch schon etwas älter, ne? Ich sag mal, als Medizinstudent ist der Hauptcharakter mindestens 19. Richtig. Auf jeden Fall. Und dementsprechend ist der... Zwischendurch habe ich überlegt, ob ich die Sprache nicht etwas... Also sie reden ja auch teilweise dann, wie halt auch im 14. Jahrhundert geredet wurde. Wenn sie richtig im Laden drinne sind, haben sie natürlich auch die Sprache angenommen. Und da habe ich teilweise überlegt, ob das nicht zu gewollt rüberkommt. Allerdings passt es, dass es gewollt rüberkommt. Weil sie es ja nicht immer reden, weil sie es ja wirklich aufgesetzt reden. Es gibt tatsächlich diese Unterscheidung,
dass es einige Menschen gibt, wo es flüssiger kommt irgendwie, wo es auch im Lesen flüssiger wirkt. Das sind die auch schon öfters auf Mittelaltermärkten bei Labs dabei waren, wo das in der Biografie steht, dass sie das irgendwie besser können müssen. Und zum Beispiel bei Bastian wirkt es natürlich total stelzig, wenn er das gibt. Ja, klar, weil er das noch nie gemacht hat. Richtig. Und das ergibt halt Sinn und das ist irgendwo so das Quäntchen auch noch, wo ich dann sage, alles klar, es hat 3 Punkte irgendwo verdient. Dann ist das Buch in sich logisch. Also, das Ende ergibt Sinn. Ich habe es von vorne bis hinten durchdacht, das Ende ergibt Sinn. Und ich bin das Buch, glaube ich, wirklich 1-2 Stunden, nachdem ich es durchgelesen habe. Also Kopfschmerzen gehabt, wenn ich es durchgegangen habe. Ich jedes einzelne Detail, was ich am Ende schreibe, ich glaube, das passt. Ja, es passt. Emotionalität und Empathie. Da würde ich einen Punkt geben. Noch bin ich zweifelnd. Ja, doch, ich würde einen Punkt geben. Die Charaktere gehen teilweise nicht wirklich empathisch miteinander um. Und teilweise auch an Punkten, wo ich doch vom Charakter irgendwie was anderes erwartet hätte wahrscheinlich. Genau, und beziehungsweise gewisse Dinge werden auch einfach auf eine ganz komische Art und Weise übergangen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an, da passiert ein Unfall irgendwie und da wird teilweise in Gesprächen dann nicht wirklich weiter darauf eingegangen. Also es fehlt doch irgendwo so empathisch, emotional hätte es, glaube ich, noch ein Quäntchen tiefer gehen können, ohne kitschig zu werden. Ja, dann sind wir nach Adam Wiese bei 22 von 29 Punkten. Wir haben uns allerdings dazu entschlossen, diesem Buch einen Special Layout-Punkt zu geben, weil die Aufmachung einfach schon mal zum einen extrem neugierig macht und zum anderen tatsächlich einen auch schon mal emotional in die richtige Richtung schubst. Also wenn man das Buch sieht, dann hat man schon einen Eindruck, okay, da wartet jetzt eine düstere Geschichte auf mich und genauso ist es halt auch. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es beim aktuellen Taschenbuch immer noch so ist, aber auf jeden Fall die Originalausgabe hat halt zum Beispiel, nur damit ihr schon mal einen Eindruck kriegt, einen komplett schwarzen Buchschnitt. Und halt auch diese kleinen halbseitigen Zwischenspiele, nenne ich es mal, mit diesen Dialogen, wo man nicht weiß, wer spricht zum Beispiel, sind halt immer nochmal auf so dann halt weiß auf schwarz gedruckt, also die Seite an sich ist schwarz. Jedes Kapitel, sowohl die ganzen als auch diese Zwischenspiele, fangen halt mit sehr schön gestalteten Initialen an und ja. Also irgendwie ist auch wirklich, während man das Buch durchblättert, hat man so dieses, kommt so dieses Düstere halt rüber und das ist einfach toll. Ja. Deswegen ein Special-Punkt. Ja, womit wir dann bei 23 von 29 Punkten landen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und drückt, glaube ich, auch nochmal unsere Wahnsinnsbegeisterung aus. Ja, auf jeden Fall. Dazu kann ich wirklich nur noch sagen, nehmt euch Frockels Ratschlag auch zu Herzen, denn auch euch wird sie garantiert dieses Buch empfehlen. Ja. Und generell, wenn euch das Themengebiet Laub jetzt irgendwie nicht zusagt, daran sollte ihr nicht scheitern. Ursula Poznanski ist generell genial, das kann man an der Stelle schon sagen. Und schreibt tatsächlich auch sehr vielfältig. Ja. Also es gibt wenige Autoren, die ich jetzt kenne, die so vielfältig schreiben. Ja, Stephen King. Und dann hört's auf. Und jetzt auch die kleine Masse runtergerechnet, die sie bisher nur geschrieben hat, weil sie hat ja bisher nur, 6 Bücher. Ja, richtig. Gut. Dann gibt's von uns schon mal die Verabschiedung. Ja. Nee? Viel Spaß mit dem Buch, unterstelle ich jetzt einfach mal. Holt es euch, kauft es, verschlingt es und erzählt und schwärmt uns dann vor oder beschwert euch, dass wir, falls es euch tatsächlich nicht gefallen sollte. Ich habe noch niemanden getroffen, dem es nicht gefallen sollte. Also wenn einer von euch dabei ist, der das Buch tatsächlich nicht so gut fand, meldet euch. Ich bin extrem gespannt auf die Meinung. Ja, auf jeden Fall. Ja, und von daher schon mal tschüss von mir. Ich setze mich schon mal vor die Buchseite. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, Morgen, wann auch immer, ne? Wir hören uns. Tschüss. Bevor Bastian sich abwenden konnte, war Paul hinter der nächsten Hauswand verschwunden.